Gut, da sind wir wieder. Boah, ist die Musik laut. Ja, wir hatten uns ja hier ein bisschen jetzt, Leute, bleibt mal da. Und uns so schön gefreut, dass die hier runterfallen. Und daran sind wir auch hier runtergefallen. Die Musik ist hier wirklich laut. Ich mach das mal ein bisschen runter. Musiklautstärke. So. Oh nein, Tacken. So. Meine Musik ist schon echt cool. Das ist auch ein komplett neuer Soundtrack. Hey, geht doch mal da runter. Ja, springt da mal weg. Den sich die Macher von Black Mesa hier ausgedacht haben, den die komponiert haben. Hey. So. Ich bleib einfach mal hier und die können weiter schön über mich hinwegspringen. Kann man sich denn nicht hier schön... Ach, guck mal, die sind die nicht süß? Das sind Freunde. Ja, genau. Springt mal alle über mich drüber. Ja, das kann ich gar nicht haben. Ich lade mal schnell nach. Den die Macher von Black Mesa sich hier ausgedacht haben. Zusammen mit einer neuen KI. Was war denn da oben? So, jetzt ist hier aber genug, ey. Hier geht mir langsam auf den Keks. Zack, jetzt gibt's mit der Brechstange. Da brech die auseinander. Ey, boah, wie viele das sind. Stirb doch einfach. So. Kann ich jetzt hier mal den Leuten erzählen? Gut, wir sind hier bei der neuen Aufnahmesession. Ich schaue immer in die Kisten rein. Und ich muss mich erstmal wieder ein bisschen einspielen. Also wenn das... Ah, sehr schön. Power 15%. Wir schauen natürlich überall rein. Ah, die gehen nicht kaputt. Da ist ja auch Plastik drum. Der Plastik kriegen wir ja nicht kaputt. Ah. Und das lohnt sich. Keep out. Ich bin autorisiert. Mensch. Wer denn, wenn nicht ich? Ich bin Wissenschaftler erster Klasse. Kann ich die mitnehmen? Nein, mitnehmen kann ich die auch nicht. Es sei denn, wir kriegen noch die Gun hier, die Portal... Ne, Quatsch, nicht die Portal Gun, sondern die Gravity Gun. Kann man die fahren hier? Nein, kann man nicht. Das geht auch nicht. Toll, was geht denn hier? Oh, da ist was undicht. Das ist bestimmt durch den Unfall passiert. Eine undichte Stelle. So, was ist hier? Da kann man aber auch nichts machen, wirklich, oder? Warum sprudelt das hier denn überhaupt? Da ist doch gar nichts. Ne, kann ich auch nicht. Gut, wir müssen immer noch hier rausfinden. Oh, da hängt doch jemand. Lebt er noch? Hallo? 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 Ne, ich glaube, der ist tot. Nehmen wir dieses, wenn es kurz mal ruckelt zwischendurch in der Aufnahme, da liegt das daran, weil der... Ey, pass auf! Oh. Toll, Junge, ich hab's dir noch gesagt. Naja, wer nicht hören will, der muss fühlen. Und immer wieder treffen wir hier auf noch lebende Kerle, die dann nicht mehr leben. Hallo? Wo geht's da runter? Ich glaube, da wollen wir nicht hin. Noch nicht, jedenfalls. Ja, jetzt kommt Jump'n'Run. Ich erinnere mich noch an die Stelle. Aber die ist relativ einfach zu lösen. Es gibt ja Let's Player, die absolut nicht mit Jump'n'Run können. Was? Hallo? Hallo? Huch, da war Blut drin. Und ich glaube, ich gehöre dazu. Aber ich versuche mein Bestes. Ja, hat auch ganz gut geklappt. Ja, Mensch, ich hab's dir noch gesagt. Ach, der guckt aber noch nett. Auch im Tod. Oh, jetzt liege ich hier schön. Und da hatten wir wieder einen kleinen Laderuckler. Das kommt immer mal vor. Hallo? Wir sind hier noch völlig auf uns gestellt. Also wir haben noch keine Ahnung genau, was geht. Oh! Fast voll Energie. Cool. Oh. Das ist übrigens unser Anzug, der da mit uns redet. Ich glaube, das ist böse, das Viech. Ja, jetzt ist es das nicht mehr. Na gut, und wir müssen da runter. Achtung, Fall Hazard, watch your step. Also da kann man, wenn man fällt, kann man Hazard kriegen. Mhm. Okay.
Hier in die Paketen. Das sind übrigens die Pakete von Amazon. Die sind unzerstörbar, ja. Falls ihr schon mal was von Amazon bekommen habt, dann wisst ihr Bescheid. Ich möchte runter, danke. Ach, schön. Schön, hier wieder in Black Mesa rumlaufen zu dürfen. In der Modifikation Black Mesa. Oh, da liegt doch was. Haha. Was ist das denn? Ih, irgendwas Organisches. Ja, genau. Und da oben... Nee, das war nicht das. Ich wollte gerade sagen, da oben waren wir, da wo das so tief runterging, aber... Das bestimmt ja gar nicht. Ach, genau. Ich glaube, hier ins Wasser dürfen wir nicht. War das nicht irgendwie so? Das ist natürlich auf diese Schlingpflanzen hier. Ah, aufpassen! Scheiße. Ich hasse die Viecher. Habe ich das schon mal erwähnt? Genau, da kommen wir nicht hoch, aber da hinten wird es weitergehen. So eine Headcrab. Der Hazard... Ey, scheiße. Der Hazard Suit hat übrigens auch einen Helm. Das ist gar nicht schlecht gegen diese Headcrabs. Dr. Headcrabs. Hier geht's gar nicht weiter. Ach doch, da. Hallo? Hallo, leben Sie noch? Der hat bestimmt, weil er da so sitzt und dann kam diese Spur hier, der hat schwere Form von Diarrhoe. Ach, und schon sind wir auf der anderen Seite. Und jetzt sieht man noch, warum ich gerade dieses Viech da platt gemacht habe. Und jetzt... 19%, diese angenehme... Das mache ich jetzt mal nicht kaputt, das Teil. Diese angenehme Frauenstimme erzählt uns dann immer, wie viel Power wir noch für unseren Suit haben. Okay. Watch black and white. Black and white and should be read all over? Ne, what's black and white and should be read all over? Tun wir es ihm mal nach. Wir gehen auf die Knie und lesen. Max Girtare Pailoat Coop Cup. Know your fire exits. Ja, wenn das so ein Labyrinth ist wie hier. Ja, wer arbeitet denn schon gerne in sowas hier? Wo ist hier wirklich angeordnet ist wie ein Labyrinth? Und hier ist was kaputt. Hier dümmelt was. Mensch, Mensch, Mensch. Wir laufen hier in den Katakomben von Black Mesa rum. Oh. Oh. Kisten und springen. Ja, herrlich. Freude. Freude, wir haben Geburtstag. Wir dürfen... Kisten und Springen machen. Ich glaube, das war in Half-Life 1 nicht, oder? Oder war das? Doch, doch, doch. Da kommen wir nicht rein. Oh, und Smoking ist permitted. Entschuldigung, dann mache ich mal gerade meine Kippe aus. Nein, ich bin nicht Raucher. Na gut, dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal von Kiste zu Kiste und das... Wow, nein, hey! Ja. Man stirbt, wenn man da runterfällt. Das wollte ich euch noch mal kurz zeigen. Ist ja klar, da kommt dann einfach nicht, sie sind tot, sondern Ladedaten. Kann man denn nicht vielleicht auch da drauf? Musik ist immer noch ein bisschen laut. Das muss ich noch mal ändern. Audio. So. Ich glaube, darauf geht's nicht. Gut, also hierhin. So, jetzt mit Anlauf und Vorsicht. Dahin nicht. Ich denke mal, hierhin geht's. Boah, das war knapp. Das war wirklich knapp. Wo müssen wir denn hin? Ich glaube, da hinten... Kann man nicht zoomen? Ach nee, das ist... Nee, zoomen kann man nicht. Jedenfalls nicht mit dieser Waffe. Hier rüber und... Nee, da ist nichts. Wir könnten darüber, da drauf, dann versuchen dahin, dahin und dann dahin. Aber ich glaube, wir müssen... Dahin, Entschuldigung. Ich habe gerade... Nein! Wow! Das war ja geklappt. Ich habe gerade noch einen Schluck Sprudel getrunken, schnell. Als sie da gestorben sind, da musste ich kurz mal aufstoßen. Ah, also ganz oft, wenn ich denke, der Gordon fällt schon runter, hat er sich nochmal gerettet. Das ist... Nein! Oh, jetzt hier. Tralali und tralala, da sind wir wieder da und müssen es nochmal versuchen. Weißt du, das Schlimme ist ja, wenn ich das bei anderen Let's Playern sehe... Vorzugsweise beim Gronkh, weil der stellt sich bei so einer Sache immer total schlecht an. Dann denke ich mir immer, oh Junge, das kann doch nicht so schwer sein. Und selbst kacke ich hier dann so ab.
Aber jetzt haben wir es ja ganz gut geschafft. Und der letzte Hüpfer. Puh. Was macht da jetzt so Geräusche? Ach, gar nichts. Gut, können wir hier durch? Wehe, wenn nicht. Oh, Glück gehabt. External Bleeding. Ja, das hatte ich schon ganz oft, meine Damen und Herren. Ich würde mal gerne... Es kann ja mal einer mitzählen, wie viele Kisten wir hier in diesem Let's Play von Black Mesa kaputt machen. Würde mich mal interessieren. Lifting made safe and easy. Schön. Das heißt, wenn wir jetzt das hier aufheben möchten, dann machen wir nicht einfach so, ne? Das ist ja aus der Hüfte raus. Sondern wir machen das aus den Beinen und gehen dann nach oben. Das ist rückenschonend. Und dann kommen die ganzen Monster und machen uns platt. Kisten! Nichts drin, außer ein bisschen Zipwachs. Ein bisschen Zipwachs. Und was haben wir hier noch? Ach, das ist aber schön bunt. Hey, bleib mal hier. Hey. Da können wir gar nicht aufhalten. Hallo. Oh, hey. Was ist das? Was ist das? Loltana. Lol. Hey. Ja, also so erschrecken ist nicht, wohl? Wir können über alles reden. Du kannst auch mein Haustier sein, aber einfach so auftauchen ist nicht, wohl? Das hast du gehört. Und auch gefühlt. Was war das? Hat sich doch schon wieder nach so einem Viechern gehört. Kann man die einfach zudrehen? Nein, kann man nicht. Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Warum? Warum knarzt's? Ich will's gar nicht wissen. Ich will da nicht runterfallen. Tschüss. Toll, toll. Da versuche ich mal voll die coole Sache. Und dann klappt's nicht. Das wollte ich eigentlich machen. Oh oh. Ja, schön. Hier wieder diese Wahl. Ach, guck mal, eine CD. Können wir gar nicht aufheben. Telefon, hallo. Können wir ihn anrufen? Nö. Fire One? Nee. Oder was steht da? Björn, wir können noch den Björn anrufen. Ach, der Björn telefoniert gerade. Das sieht man an dem roten Lämpchen. Der Björn telefoniert gerade. Ja, das ist auch ein Wireless-Telefon. Handy nennt sich das, glaube ich, auch. Wireless-Telefon. Auch Handy genannt. Handle with care. Nö, nö. Ich mach das kaputt. Sehe ich gar nicht ein hier. Ich bin hier schließlich der Typ, der am Arsch ist. Hallo? Ist da jemand drin? Nein. Aber bevor wir da jetzt weitergehen, gucke ich nochmal, ob wir hier durchkommen. Nein. Gut. Dann geht es jetzt. Wohin geht es? Abwärts oder aufwärts? Das merkt man natürlich jetzt nicht in dem Spiel.